MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hey Dudes, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen FIFA 14 Ultimate Team Pack Opening. Und ja, wir wollen mal gucken, ob wir heute was Besseres ziehen. Wenn ihr selbst mal so ein Pack-Opening für euch machen wollt, dann schaut mal in die Videobeschreibung. Da ist ein Link zu MMOGA. Da könnt ihr euch ein paar Coins kostengünstig holen. Und wenn euch die Serie oder auch dieses Video gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Machen wir das erste Pack auf und gucken mal rein, was wir dort finden. Also bisher war die Ausbeute nicht so mega gut. Vielleicht ist sie bei euch ja bisher besser gewesen. Bei mir eher nicht so gut. Diego Lopez hatten wir aber auch schon. Ramirez, Mexiko, warum nicht mal in den Verein. Gladiator kann man auch gerne behalten. Diego Lopez, ich weiß gar nicht, ob der so viel wert ist, aber behalten ihn einfach mal. Frankfurt. So. Also so ein bisschen das erste Pack hier, um zum Reinzukommen. Ich hoffe natürlich, dass wir irgendwie mal es schaffen können, da einen guten Spieler rauszukriegen. Irgendwie habe ich das Gefühl, EA trollt uns die ganze Zeit. Zumindest kommt es mir nur so vor. Dzeko. Ja. Christian Tello auch gerne in den Verein. Ich würde gerne mal so ein Non-Rare-Team machen. Vielleicht ist es ja gar nicht mal schlecht, wenn man so ein Non-Rare-Team hat. Vielleicht lohnt sich das ja mal. Eventuell ist man damit ja besser unterwegs, ne? Wenn dann die Gegner nicht so mega stark sind oder so. Keine Ahnung. Vielleicht sollte ich das einfach mal machen. Kein Plan. Obwohl ich auch mit schwachen Teams starke Gegner bekommen habe. Also scheint es nicht so den großen Unterschied zu machen. So, auch nicht so mega cool. Können wir einfach mal mitnehmen für Kolumbien-Team oder sowas. Fitness. Juhu! Und der Rest ist wieder mal für den Mülleimer. Okay, nächstes Pack. Also bisher das dritte Pack jetzt. Und das dritte, vierte Pack-Opening ohne wirklich gute Karten. Adebayor. Ohne gute Spieler. Ja, Adebayor nehmen wir mal mit. Oxlade Chamberlain, warum nicht? Auch mal was Non-Rare-mäßiges mitnehmen. Basic. Und was ist denn das hier für ein Club? Gefällt mir eigentlich das Logo. Finde ich sehr cool. Diouf hatten wir schon mal. Kann drauf. Und das kann auch weg. Was soll's. Wieder nichts. Also, es sieht so aus, als würden wir keine Chance haben, hier irgendwie einen guten Spieler zu ziehen. Ist irgendwie traurig. Mami traurig. Ich hätte gerne einen guten Spieler. Fazio. Naja, ein IV... der 48 Tempo hat. Aber in Form. Noch Mann. 85 Defending, Kopf bei 77, aber 48 Pace. Warum? Oh, in den Verein. Ist nicht besonders gut. Ist nicht besonders gut. Schade. Pedersen, Gomez. Naja. Jetzt wurden wir mal erhört, haben mal einen Informspieler gekriegt, aber der ist leider für den Poschi. Hätte es nicht irgendwie Suarez oder so sein können? Mann, schade. Na, wie ist es ein Inform hier gekriegt? Ah, ich war erst so perplex, ich dachte so, oh, vielleicht ist das ja mal ein guter Spieler. Ich habe nur gesehen Inform und dachte so, Aber dann war es letztendlich doch nur Schrott. Kopfball, Stellungsspiel und Heilung. Mann, so knapp. War natürlich ein Formspieler, ne? Da können wir direkt nochmal gucken. Ich glaube, wir haben einen von der Bank gekriegt. Ich glaube, das war einer von der Bank. Team der Woche. Ne, nicht mal von der Bank. Er ist wirklich da drinne. Okay. Immobile, Elton und Ari. Die sind sicherlich was wert. Sieht doch ziemlich cool aus. Ich finde Silber irgendwie sehr, sehr cool. Ja, hier. Oscar wäre cool. Für unser Team. Touré, auch mega gut. Den würde ich auch gerne haben. Eriksen, ja, könnte man nehmen. LM. Oscar auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne. Suarez,
super, super gerne. Der ist schon fast besser als Messi, oder? Tempo 85, nicht so schnell wie Messi. Dribbling 94, glaube ich, ähnlich stark. Schießen, besser als Messi, glaube ich, mit 94. Defending auch besser. Passen, weiß ich nicht genau. Kopfball 82, also sehr, sehr stark. Aber den kriegen wir wohl nicht. Transfers, was ist hier los? Habe ich was verkauft? Oh ja. Bernard und Hünteler. Den Rest habe ich gar nicht angeboten. Okay, machen wir weiter. Was ist das hier für ein... Was soll das heißen? Einfach mal so, 12 und 9. Keine Ahnung. Direkt mal weitergemacht und auf einen guten Spieler gehofft. Das gibt's doch nicht. Gib mir doch mal einen guten Spieler. Wir haben echt nur Pech hier gerade. Also wir geben uns ja echt jede Menge Mühe und hoffen, also was heißt Mühe geben, ne? Wir geben einfach viele Coins aus, aber das ist halt, wir zittern und wir bangen. Vielleicht hätte ich einfach mal einen anderen Tag, andere Zeit wählen sollen, aber letztendlich, man kann es ja nicht wissen, wann es kommt und das irgendwie beeinflussen. Vielleicht gibt es ja schon zu viele Inform-Spieler und dann kommt einfach gar keiner. Wäre super gemein. Ich glaube nicht, dass das 100% zufällig ist. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass das 100%ig zufällig ist, was man da hat. Es gibt bestimmte Packs, haben sie so zufällig vielleicht zusammengestellt, aber es gibt so IDs von Packs und man zieht halt irgendeines aus denen. Und da ist dann unterschiedlich oft irgendein Spieler drinne. Keine Ahnung. Eredivisie. Oh, Crystal Palace, nehmen wir mit. Und irgendwie haben wir im Moment nicht so das Mega-Glück. Der Zufallsgenerator auf dem Server sagt, nö, kriegt ihr nicht. Ich weiß noch, bei FIFA 12, habe ich gelesen, konnte man in der Web-App das irgendwie so machen, dass man bestimmte Packs ziehen konnte. Das haben ja sich dann Leute ercheatet. Und dann hatten sie die Packs, die sie haben wollten und hatten dann Messi oder wen auch immer. Das ist gemein, wenn die sich so die Spieler besorgt haben und wir sitzen da und machen hier die Packs ganz normal auf und kriegen einfach keinen. Echt schade. Wie viele Packs haben wir jetzt aufgemacht? In diesem Pack-Opening insgesamt? Also ich würde mal sagen, so 40 oder so. 40 Packs. Rücken. Rücken? Ja, Rücken nehme ich mit. Monaco auswärts. Ja, nehmen wir mit. Training passen. Dich hier für Kolumbien. Ja, warum nicht? Und weg. Also, bisher nicht so wirklich glücklich, was wir hier machen. Ein Pack nach dem anderen geht auf. Aber es kommt nicht das, was wir brauchen. Ein Informspieler, also einer in diesen vier Pack-Openings, wenn ich mich nicht verzählt habe. Die alte Sau ist mit dabei. Und Sau 1 auch. Sau 1, Saudi-Arabien. Na, da könnte eventuell ein bisschen was wert sein, vielleicht so 750. Mann, ey, das kann doch nicht sein. Hätte mich natürlich super mega gefreut, wenn wir jemand mega krasses, geiles Pack kriegen. Aber, ja, wie sieht's bei euch aus? Habt ihr inzwischen schon mega coole Spieler gezogen? Wahrscheinlich habt ihr da viel bessere gezogen als ich. Ja, Heilung nehmen wir mit. Javinho haben wir inzwischen ja auch schon. Und weg damit. Nicht mehr viel ist übrig für diese Folge. So, ich will jetzt hier der Alaba drauf. Ne? El Shaarawy. Ne? Alaba drauf. Und er. War es jetzt genau die Kombination, die wir machen mussten? Ich glaube es nicht. Ich glaube, es ist völlig egal, wer da vorne drauf ist. Aber es kann mir eh keiner erklären. Raphael, nehmen wir mit. Und Monreal auch einfach mal. Schade ja nicht, mal ein paar Spiele mitzunehmen. MS nach ST, ja. Backbone. Superliga. Und tschüss. Läuft es bei euch besser, ja? Also, würde mich echt mal interessieren, ob es bei euch wirklich besser läuft. Als bei mir, ja, das ist ja klar. Nasri! Oh, Nasri, wie sieht's denn bei dir aus? Auf die Transferliste. Nee, eigentlich wollte ich den behalten, Nasri.
und einfach nur schauen. Modifikation, Heilung und Hawk. Ach, nehmen wir auch mit. Und ein Portugal-Trainer, nee, ein portugiesischer Hellas-Trainer. Hellas. Lionel Messi. Ja, schade. Macht mich echt ein bisschen traurig, dass da nichts bei rumkommt. Wer bitte? Powerhouse. Goodison. Fuaku Putu. Oh, cool. Fuaku Putu. Das klingt so nach einer Zusammensetzung aus Fuck You Putu. Hm. Naja. Okay, komm du auch weg. Tschüss. Das letzte Pack. Das allerletzte Pack hierfür. Mann. Für diese Folge das allerletzte Pack. Drücken wir nochmal die Daumen. So, wir machen jetzt mal komplett. So, ich verlasse einmal kurz die Zentrale. Und wir machen komplett Nose Action. Komplette Nose Action. Komplette Nose Action. Mit der Nase rein. Nose Action! Komm schon! Okay. Jetzt die Augen zu. Und wir kriegen nichts. Jones, ja. Hm. Überhaupt nichts. Liegt. Das ist echt Mist. Wir kriegen überhaupt nichts. Es gibt so gute Spieler, aber wir kriegen keinen davon. So, auf die Transfer ist aber ganz kurz geguckt. Nasri wollte ich gerne in den Verein packen. Sau nicht. Wie wollte ich ihn noch in den Verein packen? Biabiani wollte ich in den Verein. Ja, ansonsten hier ihn. Wollte ich mal Preisvergleich machen? Oder gibt es keinen Spieler? Den gibt es überhaupt nicht. So Bota. Ist ja echt komisch. Kann ich mir echt nicht vorstellen. Dann ist der vielleicht ja was wert, oder was? So Bota. Waldemar, so Bota. Ach, gibt's doch. Ha. Huh. Also irgendwie, was ist er wert? 3000 oder so? Na gut, dann war es das auch für dieses Pack-Opening. Und ich bedanke mich für euer Einschalten, für vielleicht auch eure Daumen, die ihr nach oben gebt. Das ist auf jeden Fall super wichtig. Und lasst mir einfach ein paar Kommentare da, was ihr so gezogen habt. Würde mich super freuen. Und vielleicht sehen wir uns auch wieder bald in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.